Und hier sitzen wir dann. James Bond 006, James Bond 007 und James Bond 008. Und warum? Wir haben diesen Simfelli Handy-Uhr und das ist die Nummer 3 von unseren Topsellern. Und 007. Okay, 008. Ich gebe mal an 006 weiter, denn du hast es schon am Arm. Und das ist tatsächlich so. So ein bisschen James-Bond-Feeling kommt auf. Denn diese wunderschöne Handy-Uhr-Stil, mit der kann man tatsächlich telefonieren. Und das ist überragend. Und das ist wirklich überragend. Und früher, eigentlich in meiner Jugend, wäre das niemals denkbar gewesen. Höchstens in James-Bond-Filmen. Wenn dann mal drüber gestrichen wird und schauen Sie, dann habe ich hier ein vollwertiges Handy. Dann kann ich telefonieren und das kommt, stell dir das mal vor, nur die Situation jetzt, du sitzt irgendwo ein Bierchen trinken, ja, und rufst hier mit deinem Handy den Wirt an und sagst, ich hätte gern noch ein Bier. Die Augen der anderen und die Augen des Wirtes, die sind ja schon mal Gold wert, oder? Kommen Sie zu Tisch 34. Ich sehe Sie. Das ist eine super Sache. Das Schöne ist, dass ich hier tatsächlich vom Handgelenk aus telefonieren kann oder, das ist auch ganz schön, mit so einem klassischen kleinen Knöpfchenuhr mit so einem Headset. Denn diese Uhr ist auch Bluetooth-fähig. Das heißt, ich kann alle Gespräche über so ein Headset machen. Finde ich natürlich im Auto eine ganz tolle Sache. Ja, und man hat vor allen Dingen eine Uhr an, der tatsächlich eine eigene SIM-Karte hat. Das bedeutet, hier können Sie Ihre SIM-Karte reinstecken. Ja. Und wie war es denn in der Vergangenheit? Große Firmen haben sich großkotzig alles Mögliche angeboten. Ja. Wir hatten das Produkt des Jahres auf der internationalen Funkausstellung. 2013, die anderen musste man noch sein Smartphone in die Tasche tragen oder in der Hose, damit das am Handgelenk funktioniert. Und das brauchte man bei uns gar nicht, weil das Ding als selbstständiges Gerät hundertprozentig funktioniert. Ich brauche kein zweites Telefon. Ideal für Sportler. Ideal zum Fahrradfahren. Ideal für Handwerker, denn ich persönlich kenne keinen einzigen Handwerker, der nicht mindestens ein Smartphone oder Handy auf der Baustelle schon mal zerstört hat. Sei es denn in den Dreck geflogen oder einfach runtergeflogen, Display kaputt oder sogar in der Tasche gehabt, den Blaumann am besten irgendwo dagegen gerannt. Es war halt kaputt und ja, mit der Uhr am Handgelenk passiert mir das nicht mehr und ich bin trotzdem jederzeit erreichbar. Was wir hier im Film sehen, das ist das ganz Interessante, das ist wirklich eine ganz robuste Uhr. Wir kommen nämlich gleich zu einem Thema, da werden Sie nur noch staunen. Wir haben auf der einen Seite Löcher im Gehäuse, da sind Mikrofon und Lautsprecher versteckt, also zum Freisprechen. Trotzdem ist die Uhr, und das werden Sie uns im ersten Moment gar nicht glauben, die ist wasserfest. Das heißt, ich kann jederzeit damit Hände waschen, das sehen wir gleich noch im Film. Somit habe ich eine robuste 24-Stunden-Alltagsuhr, mit der ich überall erreichbar bin. Ich sehe das zum Beispiel erstens mal für Technikfreaks, die sowas klasse finden, die ihr Smartphone schonen wollen, so wie du das auch gerade gesagt hast. Gleichzeitig ist es aber vom Preis her, nämlich für 69,95 Euro, und das ist überragend hier bei uns in der Top-3-Sendung, eine ganz tolle Sache für Schulkinder, meiner Meinung nach. Ja. Denn die vergessen ihr Smartphone auch nirgendwo und sind vor allem überall erreichbar, wenn ich mal anrufen will und sage, hast du einen Bus verpasst, warum kommt ihr nicht nach Hause? Derzeit ist es morgens dunkel, es ist abends früh dunkel. Ja, ja. Ist das also auch ein Riesenthema an Sicherheit. Das ist unser Platz 3. Und du hast sie ja auch. Ja. Und wie so viele Produkte, die wir hier für sie ausprobieren können, das macht einfach Spaß. Ja, das ist, für mich ist es zum Beispiel ideal, wenn ich mal auch mit einem Fahrrad unterwegs bin. Allerdings nicht wie du mit dem Rennrad, sondern ich habe ein E-Bike. Ja. Aber es ist unangenehm, das Handy rauszunehmen. Auch auf dem Fahrrad darf man nicht telefonieren. Ich kann hier einen Knopf im Ohr stecken über Bluetooth und ich kann dann alles abnehmen. Ideal auch für Jogger. Wo wollen die ihren Smartphone reinstecken? Die haben keine Hose an mit Taschen und so weiter. Ja, so. Macht sich gut. Also, hier bin ich dann, auch wenn ich jogge, erreichbar oder für den Notfall, ich kann jemand anrufen. Und das ist ganz, ganz wichtig. Ja, ich muss nicht mal das Klingeln hören. Wir haben ja noch einen tollen Vibrationsalarm, also auch Baustelle, Straßenverkehr oder sonst wo. Ich spüre es einfach, wenn es bei mir am Handgelenk vibriert. Jetzt kommen wir zu unserem Platz Nummer 2. Und das hat sich ja bei uns eigentlich als Dauerbrenner herausgestellt, weil es sieht schick aus, es ist klein, kompakt und aber extrem wirksam. Unser Luftreiniger. Ja, also jetzt sitzen hier 3 Mann in einem Boot. 3 Mann bei den Top 3. 006, 007, 008. Und wir alle 3 können Ihnen sagen, sowas muss man sich einfach kaufen, denn
schlechte Luft zu Hause gibt es immer mal. Also nicht dicke Luft, sondern schlechte Luft. Mhm. Kannst du auch geben, okay. Ja. Aber wenn ich mit so einem Ionisator meine Luft zu Hause ganz schnell wieder auf Vordermann kriege, gerade jetzt im Winter bei den kalten Temperaturen, lüften auch nicht jedermanns Sache, dann kann ich mit so einem Luftreiniger, mit so einem Ionisator ganz schnell für frische Luft sorgen. Ja, nicht nur jetzt im Winter, wenn ich nicht lüften kann, sondern das Frühjahr kommt ja bestimmt auch. Ja. Und dann mache ich das Fenster auf wegen der frischen Luft. Was kommt mit der frischen Luft mit rein? Pollen, die kleinen Tierchen, die vielen Menschen nichts ausmachen. Aber für die, die Heuschnupfen haben, ist natürlich so ein voller Angriffspunkt. Und auch Pollen werden hier einfach neutralisiert. Viren zum Beispiel auch, ne? Ja, er nimmt ja alles auf in dem Raum. Dieses Gerät, so klein es ist, Tatsache, es reicht für einen 100 Quadratmeter Wohnraum. Mhm. Da muss man sich mal überlegen, 100 Quadratmeter, das ist schon jede Menge Kubikmeter Luft. Klar. Und das filtert dieses Gerät alles raus. Gerüche. Ich sag ja, wenn der Hund nass wird draußen und er kommt drin und er trocknet so langsam wieder ab, dann muffelt er. Das stinkt der Hund. Oder aber man hat mal ein paar Gäste gehabt und ich bin der Meinung, wenn da Raucher dabei sind, dann sollen sie sich bei mir wohlfühlen, dann dürfen sie auch rauchen. Ah, okay. Also wenn man dann nach ein herrliches Abendessen eine dicke Zigarre raucht und man kommt morgens dann von oben nach unten und macht die Tür auf, dann steht noch der Wand. Ja, da steht die Zigarre noch in den Gardinen, in den Polstermöbel. Und was macht man? Man sieht es hier ja auch im Bildschirm. Räucherstäbchen, wie er den Rauch reinzieht und vor allen Dingen, wie dann es auf der anderen Seite sauber kommt. Und warum ist das so? Wenn wir das Gerät mal anschauen, der hat nämlich hier in diesem Metallstab, da sammelt sich all diesen Dreck und das wird richtig braun und schmierig. Ja. Und dann nehme ich ein feuchtes Tuch oder ich gehe damit zum Wasserhahn, spüle das sauber, stecke es wieder rein und dann ist das Gerät wieder bereit für die nächste Säuberungsaktion in Sachen Luft. Ihr habt es gesagt, Viren, du hast gesagt, die Pollen. Ja. Also es filtert eben alles raus und das ist so toll. Und das Wichtige ist, es überdeckt die Düfte nicht, weil viele von uns haben Raumspray zu Hause, so frische Thema. Zitrone, sprühe ich dann rum und dann rieche ich wirklich nur noch Zitrone, aber der alte Geruch ist weiterhin unten drunter. Und dieser Luftreiniger, der eliminiert die Gerüche. Ja, also der übertüncht sie nicht nur, der überdeckt sie nicht, sondern der eliminiert sie. Und das ist ja auch wichtig. Dann habe ich wirklich frische, saubere Luft. Ich glaube, bei dir steht er, bei mir steht er auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob du ihn schon zum Testen hast. Bei mir steht er auch, ja. Also wir testen ja die Geräte zu Hause, damit wir auch darüber reden können und damit wir Ihnen auch mitteilen können, warum man solch ein Gerät unbedingt zu Hause haben soll. Und mein Arbeitszimmer, okay, ich oute mich jetzt, ich rauche. So. Ja, und wenn ich dann in mein Arbeitszimmer bin und da eine Zigarette rauche, wird das Ding eingeschaltet, damit Leute bei mir reinkommen und sagen von, oh, hier wird nicht geraucht. Ja? Auch eine gute Sache. Ne? Jetzt kostet das mal gerade 18,91 €. Wir haben sie endlich wieder lieferbar. Die waren ausverkauft bis zum Dort hinaus. Wenn Sie sich sowas mal gönnen wollen, dann schlagen Sie jetzt zu unter der NC5328 und der 569. Gibt übrigens auch einen Silent-Modus. Das heißt, gerade für Allergiker kann ich es auch nachts mal im Schlafzimmer für eine Zeit laufen lassen. Das heißt, dass ich da wirklich keine Angst mehr vor Pollen haben muss und endlich mal eine Nacht durchschlafe. Keine triefende Augen und Nasen am nächsten kein Morgen. Jucken, kein, kein Jucken, kein Kratzen. Und vor allem nicht ständig Chemie reinschmeißen. Ne? Ja. Weil das ist ja das Allerschlimmste. Ja. Jetzt kommen wir zu unserem Platz Nummer 1, dem aktuellen Spitzenreiter. Und das wundert mich persönlich wirklich nicht. Denn seit ein paar Monaten benutze ich den auch regelmäßig. Das heißt, jeden Morgen mindestens 10 Minuten lang. Deshalb darf ich jetzt auch sitzen bleiben. Und Harry und Kai, die werden ihre Tagesration jetzt auf unserem Vibrationstrainer. Ich habe sie heute ja auch schon erfüllen. Durch. Wobei ich sagen muss, Überstunden. Ja, ich mache jetzt richtig Überstunden. Also, ich hab ja den Vorgänger noch, aber unsere Nummer 1, den wir Ihnen jetzt vorstellen, ist die Weiterentwicklung von unserem Vibrationstrainingsklassiker. Hier haben Sie jetzt noch eine Position mehr, die sozusagen in Wallung gerät, denn dieser Vibrationstrainer, der fängt nicht nur an,
so zu wippen, wie Sie es gerade im Film sehen, sondern eigentlich auch schon fast wie auf so einer Drehscheibe fängt er auch an, ganz leicht vorwärts und rückwärts sich zu drehen. Das bedeutet also, Rumpfmuskulatur wird nochmal wirklich wesentlich stärker trainiert. Und das Tolle ist einfach, dass ich hier mit 10 Minuten am Tag den Gang ins Fitnessstudio als erledigt betrachten kann. Denn was hier in 10 Minuten am Tag passiert, entspricht normalerweise 90 Minuten in einem Fitnessstudio. Und das finde ich schon irre, denn nur aufgrund dieser Vibration, ich mache das jetzt mal langsam, das würde ich Ihnen für den Anfang auch empfehlen, trainieren Sie 98% aller Muskelgruppen. Muss man sich mal vorstellen. Ja, man kann sich das eigentlich nicht vorstellen, aber wenn man mal beginnt damit zu trainieren, merkt man auch, dass man leichten Muskelkater davon bekommt. Oh, und ja, dadurch merkt man auch, dass wirklich trainiert wird. Und zwar an Stellen, die hat man sich eigentlich so nie träumen können. Das ist nur am Anfang so, man gewöhnt sich ganz, ganz schnell dran und wird dann auch wirklich jeden Tag etwas mutiger. Man traut sich mehr zu und ich spreche wirklich aus erster Hand, denn ich habe es ausprobiert und ich stehe regelmäßig drauf. Es tut gut, man fühlt sich wohl. Abends nach einem stressigen Tag kann man das machen, was der Harry jetzt macht. Einfach mal die Füße ganz locker drauf und sich mal lockern lassen. Das sieht man oft auch so bei Fußballspielen in der Halbzeit, ja, oder vor der Verlängerung, wenn dann die Masseure rumrennen und die Füße, die Beine lockern bei ihren Spielern. Genau das ist der gleiche Effekt. Dann fühlen sie sich das auch wieder. Das geht aber ganz schön in die Oberschenkel hier. Lockert schön auf, ne? Ja, ja. Mhm. Das Tolle ist wirklich, ich mach's mir noch bequemer. 10 Minuten am Tag reichen. Die Geräte sind so klein und platzsparend, die passen unter jeden Schrank, unter jedes Bett oder neben jeden Schrank. Und vor allem können sie von zu Hause aus trainieren. Finde ich auch ganz gut. Habe ich Zeit, ein bisschen fernzusehen, Musik zu hören. Ja. Meine eigene Dusche ist nicht weit weg. Und ich muss mich nicht groß vorbereiten. Heutzutage, ja, wenn ich ins Fitnesscenter will, muss ich das ja planen, weil ich brauche einen gewissen Zeitplan. Ich muss meine Klamotten richten, ich muss dann hinfahren unter Umständen und dementsprechend ein großes Zeitfenster einplanen. Hier brauche ich nur ein kleines Zeitfenster. Ich kann mich innerhalb von 30 Sekunden entscheiden, jetzt mache ich es, stehe drauf und trainiere. Und das ist ja jetzt kein Produkt, das irgendwie von irgendwelchen Spinnern erfunden wurde, sondern das kommt aus der Weltraumtechnik. Ja. Interessant ist, 1984 wurden solche Vibrationsgeräte als Stühle damals schon in der Parkinson-Therapie verwendet. Ganz interessante Sache. Das heißt, Parkinson-Patienten wurden auf diese Rüttelstühle gesetzt und es hat tatsächlich bei Parkinson-Patienten also auch einen positiven Nebeneffekt gehabt. Jetzt passen Sie mal auf. Wissen Sie, wer mit diesen Vibrationstrainern, habe ich jetzt am Wochenende übrigens erfahren, trainiert? Da möchte ich Ihnen mal kurz was vormachen, denn die Leute, die fangen normalerweise immer so an zu fahren. Sven Hannawald. Zum Beispiel. Alles, was derzeit heute Weltspitze ist im Skispringen, arbeitet mit so einem Vibrationstrainer. Alles, was überhaupt im Skifahrbereich trainiert. Die haben alle so einen Vibrationstrainer. Stars und Sternchen natürlich auch, die haben wenig Zeit. Ja. Die sind immer irgendwo ganz wichtig. Da eingeladen, müssen in Kitzbühel gut aussehen, müssen in London, in New York überall gut aussehen. Und dann 10 Minuten am Tag hier auf dem Vibotrainer trainieren. Super. Und das ist ja das, was ich so toll finde. Vom Profisportler bis zum blutigen Anfänger ist da jeder richtig drauf. Es kommt übrigens auch noch eine Anleitung mit dazu, damit Sie mal sehen, was Sie alles damit machen können, wie Sie sich langsam steigern können. Und dann liegt es eigentlich nur noch an Ihnen zu sagen, jetzt ist der Punkt, wo ich anfangen will zu trainieren. Und dann, ja, gib mir bloß noch einen Kinnhaken hier. Und dann, ja, dann können Sie täglich steigern oder wöchentlich. Sie werden es selber merken, denn Sie sind dann Ihr eigener Schiedsrichter oder Ihr eigener Beurteiler. Was geht nicht. Und so kann man sich ganz, ganz langsam steigern. Und Sie werden da merken, Treppensteigen geht einfacher. Man kommt auch bei allen anderen Situationen nicht so leicht außer Atem. Und so ein positiver Nebeneffekt, man verliert auch nebenher noch ein paar Pfunde. Ist das wahr? Ja, ja. Dann bleibe ich noch ein Stündchen sitzen. Schön ist auch, dass Sie das Gerät, und das ist gerade für ältere Herrschaften eine ganz tolle Sache, mit Fernbedienung bedienen können. Das heißt, ich muss nicht erst mal mich bücken, um das Gerät anzumachen, sondern ich stelle mich einfach drauf und kann dann die horizontale und die vertikale Schiene in unterschiedlichen Niveaus auch noch bearbeiten. Das heißt, wenn Sie sagen, Sie wollen den normalen Vibrationseffekt ein bisschen stärker als den sozusagen horizontalen, dann können Sie sich das perfekt einstellen. Für 218 Euro und ein paar zerquetschte ist das ein Traum. Ja, aber man kann noch viel mehr. Also man kann sich mit den Unterarmen rauflegen, damit dann die Schulter und den Rücken gestärkt wird. Ich mache jetzt einfach nur Entspannung für die Oberschenkel. Ich finde es herrlich und ihr dürft den Abschluss machen. Gut, dann schlagen Sie zu. Das waren unsere Top 3. Sind wir gespannt, wie es nächstes Mal aussieht.